Da braucht man schon einen vorsichtigen Abzugsfinger. Steht da stoppen? Ja. Ich sehe es ja hier ein bisschen undeutlicher. So, jetzt haben wir eben die Carnival-Invasion da gesehen. Age of Sail, das weiß ich, ist so eine Story. Pinball ist ein Flipper-Automat. Walls of the Wizard habe ich in einem anderen Video. Nefertari. Ja, Gott, das ist jetzt nicht wirklich ein Spiel, aber wir können da mal reingucken. Nefertari ist übrigens die englische oder sonst wie Schreibweise von Nofretete. Werbung. So, Jungs, macht hinne, ich wäre soweit. Ah, beim Warten des Proleten. Allahu Akbar. Ach nee, falsche Religion. Das ist ja hier Amun-Ra oder sowas. Also irgendwelche Moslems bitte nicht verärgert fühlen. Journey to Eternity. We are about to enter the largest and most beautiful tomb in all of ancient Egypt. It is home to the soul and spirit of Queen Nefertari, wife of Ramses the Great from Egypt's Ja, hier war ich aber schon, 19th dynasty. Leute. Her Im tomb houses Original. seven chambers, Schon nearly 10 Jahre every her, aber surface ich war is schon mal decorated hier. with vibrant colors. Even the ceiling is So, wie ging illuminated das with noch mit dem stars Bewegen? Ah ja. representing the heavens. Queen Nefertari, unlike most queens, participated in civil and government matters, and her ability to read and write made her one of the most gifted queens in ancient Egyptian history. Boah, seid With ihr one of the most hässlich. decorative tombs, it is clear to see that she was made a living goddess during her lifetime. The walls are illustrated with scriptures from the ancient Egyptian Book of the Dead, ensuring the queen's safe passage to the afterlife. Although he is not pictured, Ramses the Great's love for the Queen shines throughout her tomb with Das ist poetry Horus. engraved into Ich walls of weiß this doch was. beautiful sacred place. Upon discovery of this hidden wonder, her sarcophagus and mummy were stolen along with other artifacts in the tomb. Even though her tomb is empty, Kann man das it Gebrabbel auch remains as one of abschalten? the essential windows into the ancient past. As you explore through the tomb, you will encounter multiple paintings which offer additional information about the tomb and its inhabitants. Press the trigger on your left controller when the glowing grid appears around a painting to learn more about the gods and goddesses who guided the queen on her journey to the afterlife. Also dafür, dass es 2000 Jahre alt ist, ist es gar nicht schlecht. Ich habe schon Flüchtlingsunterkünfte gesehen. Die haben keine 2 Wochen durchgehalten, bevor sie so aussahen. Und das Klo sah etwa auch so aus. Ich habe, glaube ich, schon mal erwähnt, ein Bekannter von mir ist Installateur. Der lebt sehr gut davon, dass die Jungs jedes Klo sofort nach Biafra oder was weiß ich wohin nach Hause schicken und er neue installieren darf. Auf Steuerzahlers Kosten. Das hier ist so typischer Wohnraum, würde ich sagen. Sozialer Wohnungsbau. Ich hab Fussel an den Ohren hier, habe ich den Eindruck. Da hat jemand eine Visitenkarte hinterlassen. Ihr Schelmenvolk, ihr. Ja, mit der Treppe hat auch schon besser ausgesehen, ne? So. Das soll auch eigentlich reichen, weil ganz ehrlich, ich finde es ganz schick, das mal gesehen zu haben. Ich war ja schließlich auch mal da. Aber ich muss mir das jetzt nicht noch 10 Mal geben. So, kann man hier auch wieder raus? Mal gucken. Ich habe es auch schon ganz schön eingemauert, ne? Dreitausend Jahre alt. Ja, das hält doch. Gut, soll aber auch reichen an dieser Stelle. So, zurück. Nein, gar nicht wahr. Zum Desktop muss ich zurück. So war das. Nein, ich muss ja sowieso erstmal zurück, bevor ich zum Desktop kann. So, genau. Jetzt zum Desktop und Aufnahme stoppen.